Ich grüße euch Leute und willkommen zurück hier bei Spyro Riptors Rache. Ihr Lieben, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass zu dem Punkt, wo ich jetzt hier weiterspiele, das bestimmt schätzungsweise so ein guter Monat dazwischen liegt, wo ich die letzte Ausgabe aufgenommen habe. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir hier schon wieder reinkommen werden. Stimmt, wir wollten in das Level Glimmer gehen, weil wir konnten ja dann jetzt klettern und so weiter und so fort und wollen uns natürlich hier die nächsten, was heißt die nächsten, die restlichen Steine holen und ja, dieses Level hier eventuell zu einem hundertprozentigen Abschluss bringen. Ja, ich wollte echt nicht, dass Spyro hier wieder eins von diesen Let's Plays wird, die ich nicht weitermache. Einfach, dafür ist mir das Spiel viel zu wichtig. Deshalb, Leute, werden wir hier mal gucken, wo wir hier noch ein bisschen was ergattern können. Ich muss jetzt halt einfach diese Möglichkeit nutzen und hier nochmal so peu à peu, Stück für Stück hier wirklich durchgehen. Sag mal, ist dort oben was? Sag mal, man konnte doch hier nochmal so hoch. Scheiße, wie ging das? Wie ging das? Ach, kriege ich schon wieder raus. Ich krieg das schon alles wieder raus, ich bin mir ganz sicher. Gut, ich soll hier irgendwie rechts. Die machen mich hier ehrlich gesagt ein kleines bisschen Meschugge. So, wir machen hier aber wirklich Stück für Stück. Ihr habt ein bisschen Angst, ne? Ist okay. Alles cool, alles cool. So, ja. So, die wollen. Wir können hier so doch hoch. So, ohne Mist, wie ging das? Konnte man das hier irgendwo sehen? Warte mal, Handbuch hier, Doppelsprung. Hier, sprich mit mir, sprich mit mir. Fähigkeitspunkte. Tutorial, wie ging das? Option, Steuerung. Steuerungsbelegung. So, Moment, Moment. Es gab doch hier Doppelsprung. Gleiten, schweben. Flug beenden, Looping vorwärts. Konnte man das hier nicht machen? Schweben. Ah ja, so war es gewesen. Mensch, Leute. Ich habe doch gesagt, wir kommen hier wieder hin. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Gut, okay, das sah mir halt so ein kleines bisschen komisch aus. Leute, wir gehen hier mal weiter gucken. Erstmal Save Point. Christian muss hier erstmal wieder ein kleines bisschen ins Game kommen. Sollte aber, denke ich mal. Da oben ist Schissel. Stimmt, ich kann klettern. Hallo. In dieser Höhle sind auch Edelsteinlampen, aber sie am Brennen zu halten ist noch schwieriger. Du brauchst das Superflug-Power-Up, um die Lampen zu entzünden. Wie kriege ich denn das Superflug-Power-Up? Okay. Komme ich denn da jetzt schon wieder hoch? Da lag nämlich auch noch Schissel. Ich habe aber keinen Superflug-Power-Up. Jetzt habe ich doch hier 10 so eine. Kann ich jetzt hier nicht? Ah ja! Ah ja! Kletter die Leiter hoch. Na ja klar, mach ich doch. Mach ich doch. Hey, toll! Du hast das Superflug-Power-Up aktiviert. Okay, 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 zeig mal her das Zeug.
das lief super. Wie viele Lappen sind das? 6. Immer sie alle an! Oh Gott, ich muss dann hier unbedingt nochmal hoch. Na! Danke für deine Hilfe beim Entzünden der Lampen, Spyro! Ich dachte schon, wir müssen... Naja, Kugel! Haben wir es doch geschafft! Der Kristall ist unser... So, jetzt will ich hier aber nochmal hoch. Seht, da hat sich das Thema doch hier ungeklärt. So, hallo! Wo ist denn jetzt noch was? Okay, wir gehen mal hier weiter. Kleiner Angsthasi. Was war? Hier ist ja dann vorbei, ne? Danke für deine Hilfe im Kampf. Ja, genau, 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 genau. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald. Ja, da will ich jetzt nicht hin. Sondern wir wollen hier nochmal gucken. Hä? War ich hier damals nicht gewesen? Was stimmt mit mir nicht? Oh Gott, Leute! War der Start, ne? Ja, Leute, Christian muss erstmal. Hier war noch ein Gegner. Hier ist irgendeine Aufgabe. Was ist hier? Ah ja. Ich sehe, hier sind auch wieder diese Lampen. Du ahnst es nicht. Oh. Guck mal. Muss ich doch hier bestimmt auch kaputt machen. Wo? Das Superflug Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampe. Ein Stern. So, aber wieso bin ich hier? Oh, da oben muss ich da nochmal hin. Leute, wir lassen uns absolut nicht stressen. Für deine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben. Eine Kugel? Aber mir fehlen doch ein wenig mehr. Ja, da ist nämlich noch eine. So, ich muss dort nochmal lang. Okay, da gab es eine Trophäe. Nehmen wir gerne mit. So, jetzt muss ich hier aber nochmal hochgucken. Hier ist auf jeden Fall noch was. Aber wir sind hier noch nicht durch. Aha. Irgendwo hat er immer noch Schüsse. Jungs und Mädels. Wie viel sind denn das hier noch? 15. Sollen auf jeden Fall hier weiter. Uns fehlt nur noch eine Aufgabe. Ah, jetzt ja. Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Triff die kleinen Echsen mit Steinen, sprich mit Bouncer, um weitere Hinweise zu erhalten. Ha? Schuss. Folgt mir zunächst. Ja, darf ich da aber erstmal hin? Hier ist noch was. Wo ist denn die nächste Echse? Jetzt macht er mich aber wahnsinnig hier, ne?
Ich weiß doch nicht, wo der Eiermaler hin ist. Ach, da oben. Guck mal, da ist noch irgendwas mit einer Echse. Ich kann mir das doch nicht merken, wo der ist. Ach, guck mal da. Hallo. Du kannst sehr weit spucken, Spyro. Gleich mal hinterher, ich verpasse den doch. Irgendwo haben wir noch was liegen lassen. Du musst zielen, um diese Echse... Das ist mir klar. Oh, komm, komm. Zeig's mir, wo geht's hin? Aber wenn sie ihm die Edelsteine geklaut haben... Ha? Also wir tun in der Folge heute also Echsen bespucken. Ich verstehe. Ich bin immer hinter dir. Ich hoffe, das beruhigt dich, mein Guter. Mit deinem Maul auf in den... Ja. Das ist jetzt nicht passiert. Du kleine Drecksau, du. Was soll denn das jetzt? Wo ist denn der Knilch? Das hat er jetzt nicht gemacht. Jungs und Mädels. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Ah, was? Wo hab ich Bengel? Ey, mir fehlt ein beschissener. Ein beschissener. Edelstein, ne? Ah, das ist immer das Schlimmste, was dir passieren kann. Hab ich hier oben einen liegen lassen? Da ist er! Hui! Leute, wir haben's. Oh. Können wir ja jetzt nach Hause, nach Hause. Naja, wusste ich's doch, wir kommen immer wieder rein. Naja, gut. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Ach, wir hatten doch hier, stimmt, in dieser Welt doch auch dort diesen einen Stein, wo wir nie wussten, wie wir den holen sollen. Na, irgendwelche Ziele muss man haben. Irgendwelche Ziele muss man haben, Leute. Jui! Jui! Gut. Kurzer Ausraster, alles ist gut. Sehr schön. Guckt mal, haben wir das O geschafft. So, aber im Sommerwald fehlt uns noch ein so komischer Kristall. Gucke an. Ach, das ist doch der, der dort oben dort dann lag. Das ist jetzt nicht passiert, ne? Oh.
zeigt es mir auch nicht an, der Vogel, ne? Aber ich weiß ja... Gott, jetzt erstmal Orientierung wieder. Ich glaube, dafür ist diese Ausgabe da, ne? Stimmt, hier hat man das gelernt gehabt. Ja, ja. Kolosse. Ach so, stimmt, wir sind damals hier runtergesprungen. Hier konnte man doch tauchen. Genau. Stimmt, und dann waren wir hier. Hup. Hup. Stimmt, und dort oben? Nee, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier so. War der eine, der gefehlt hatte, ne? Dort da oben. Das weiß ich noch. Weil. Als wir dann damals. Sag mal, hat das was mit der Kombination dieser Schalter zu tun? Wenn ich jetzt zum Beispiel... Hier kann ich hier noch einen Schalter aktivieren. Okay, da geht's dann in dieses andere Gebiet. Was ist hier eigentlich? Bevor du das Burg verliest, erreicht Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du... Ach! Nein! Ach! Verdammt! Kann ich das Level verlassen? Ich will jetzt hier echt nie nochmal gegen... Oh, Christian. Christian! Man kann das Level doch bestimmt... Ja, yeah, man kann es verlassen. Oh, Leute, sorry, dass das hier so eine Ausgabe heute wird. Okay, 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 okay. Ganz cool bleiben. Ganz cool. Tja, wie kriegt man dieses eine Ding da oben? Das würde ich irgendwie gerne noch rausfinden. Stimmt, da haben wir gehangen. Und dann geht's nämlich bei diesem herbstlichen Gedöns dort weiter. Okidoki in the pokey. Ich bin wieder dabei. Ich weiß wieder Bescheid. Gut. Hier geht's dann nämlich weiter. Herbstliche Heimat. Okay. Okay. Weil wenn wir dort nämlich hochgehen... Hier so. Da geht nämlich die Tür hier hinten zu. Und hier bin ich nie rumgekommen. Man sieht das nämlich immer ganz kurz, dass da hinten... Ich weiß nicht, ob der Vogel irgendwie die Zeit später noch irgendwie... Ich kann mir echt gut vorstellen, dass es an einer Fähigkeit liegt, die wir einfach noch nicht haben. So. Okay. Wir gehen... Herbstliche Heimatwelt. Genau. Da geht's hin, Leute. Was heißt, da geht's hin? Da geht's weiter. Dann wollen wir mal gucken, in was für Welten es uns mit Spyro noch verschlagen wird. Das Abenteuer geht weiter. Na dann zeig ich mal erst Zeugnis. Und los. Jesse? Jetzt? Oh, jetzt? Jetzt? Oh. So. Da können wir auf jeden Fall klettern. Aber hier bin ich schon mal hochgeklettert. Hier sind wir schon mal hochgeklettert. Kenne ich hier doch alles. Wir haben hier noch kein Level gemacht, ne? Na Leute, dann würde ich sagen, ab in den Wüstenpalast. Gucken wir uns das Level doch mal an. Hui. Abu, Abu, Abu.
Ach, das ist schon ein schönes Spiel. Ich kann nie meckern. Schön, dass ich es wieder weiterspiele jetzt. So. Aha. Wer seid ihr denn? Ein Lolli. Oh oh. Wir müssen die Rettung. Was ist denn hier los? Wir reden erstmal mit ihr. Hallo Spyro. Mein Bruder Händel und Is wurden geschickt, um diese Burg zu sprengen. Aber diese fiesen Soldaten haben Händel erwischt und ich sitze hier fest. Du sitzt hier also fest. Das ist doch scheiße. Wenn du die Türen öffnest, die den Weg versperren, kann es Händel suchen. Und dann beenden wir unsere super geheime Agentenmission. Die super geheime Agentenmission. Da wollen wir Händel mal suchen. Shit. Hey, hey, hey. Warum sind die so schnell auf mich zugesprungen? Dieses Kamel macht mir irgendwie Angst. Was ist hier los? Sag mal, habe ich da gerade einen Kristall liegen lassen? Ja, nicht, dass das wieder der besagte eine wird. So, da oben ist Schüssel. Oh. Ja, ich kümmere mich schon um Händel. Da drüben ist auch noch Zeug, ne? Was ist mit dir hier? Oh, da liegt auch noch was. Junge, Junge, die wollen uns hier ein bisschen verkochen. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So. Wir gucken erst mal, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Da oben war O-Zeug. Aha. Aha. Aber wie komme ich da hin? Nicht auf mich geschossen, oder? Okay, du willst Feuer? Das sind Kristalle? Dong. So, hier haben wir noch... Oh, da oben steht einer. Da werden wir gleich mal Hallo sagen. Erstmal... Müssen wir hier mal noch ein bisschen... Das war Rakete, 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 ja. Wo ist die Rakete? Ah, Leute, wir machen jetzt erstmal eins. Ganz cool bleiben hier. Lassen, du ahnst es nicht. Hallo! Oh Gott, hier kommt doch irgendeine Scheiße. Die Affen sind aus dem Avalazo ausgebüxt und ich soll sie einfangen. Aber sie bewerfen mich mit Kokosnüssen und das tut weh. Klar kann ich dir helfen. Toll! Stürme einfach gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die fallenden Affen fangen. Aha. Na. Ach, den hat er. Ey! Das hat nie geklappt, ne? Ah, hier, jetzt kommen wir an die. Hier, okay, okay. Freundchen. Ohne einer. Den hole ich schnell. Wo
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alter, lass dir Zeit. Danke, Spyro. Bitte nimm das hier. Das hatte einer der Affen dabei. Ach, was. Nehmen wir mit. Ich suche immer noch die Rakete, ne? Ist hier eine Rakete? Hier oben. Tja, wo ist die Rakete, ne? Kein Scheiß. Der schießt anscheinend gerne. So, wo geht's denn hier weiter? Was ist mit dir nicht richtig? Was ist denn hier? Hier die Rakete. Hier ist eigentlich fast mein Arsch drauf verwettet, ne? Was sind das dort, was dort so glimmert? Ach, Speicherpunkt, ne? Sag mal, seht ihr die? Hm. Ja, toll, der zeigt doch dahin, ne? Ey, das triggert mich schon wieder, ne? Das macht mich fertig. Aber wir machen erstmal weiter hier. Ganz, ganz, ganz gechillt. So, aufpassen, dass wir jetzt hier nicht vergessen. Oi, 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 oi. So, hier liegt doch... Ah ja. Der zeigt jetzt sowieso immer... Was haben wir denn hier? Hallo? Wow! Und ich suche Raketen, also... Autsch! Okay... Das ist der Start. Da ist doch nichts. So gut, dann sind wir hier, ne? Okay. Das ist so verwinkelt, dieses Level. Ich wette, wir kriegen die Rakete noch am Ende. So. Oi, oi, oi. Ich quatsch gleich mit dir. Erstmal sammeln wir hier mal ein bisschen ein. Aha. Guck mal da.
So. Hier soll noch mehr sein. Guck mal hier. Mal fast liegen lassen. So. Aber was ist denn, wenn wir mit ihr reden? Wir reden mal kurz. Spyro, du bist ein toller Geheimagent. Jetzt können Händel und Ist die Mission erfüllen. Nimm diesen Talisman. Ich hab ihn geklaut, als die Soldaten es aufgepasst haben. Aber nach Hause will ich, ehrlich gesagt, nur, ne? Spyro, wir brauchen die Flaggen als Beweis, dass unsere Geheimmission erfolgreich war. Aber der Flaggenhüter klaut sie ständig. Wenn du ihn umhaust, kannst du sie zurückbringen. Mein geheimer Decoder-Ring sagt, dieses Power-Up-Dings wird dir helfen. 5 Sterne! Schieß den Flaggenhüter vom Flaggenmast, kehre mit den Flaggen zu Handel zurück. Kann es irgendwie sein, dass ich hier nicht mit dem Ding das dann jetzt hier kaputt kriege? Scheiße, wo war das? Ja, mit dem Ding kriege ich auf jeden Fall die eine Kiste kaputt. Ja, das ergibt alles Sinn. Aber... Ah, scheiße, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, okay. Aber, wo ist denn dieser Flaggenhüter? Kümmere ich mich aber erstmal um die eine Kiste, damit mich das nicht mehr so fertig macht. So, erstmal die eine Kiste. Und dann kümmere ich mich um das andere. Ich muss ja hier erstmal hoch, ne? So, das haben wir schon mal. Oh, wir haben alle schon mal, ja, ja. So, jetzt kümmern wir uns mal um diese Flaggenhüterkacke. So, hier haben wir das. Warte mal, das wird doch was hier mit den Türmen hier zu tun haben. Ja. Oder ich rede noch mal kurz. Meine hässliche Schwester sollte die Flaggen holen. Aber ich bin der bessere Agent. Schieß die Flaggenhüter vom Flaggenmast. So. Der will quasi... Naja, jetzt habe ich sie runtergeschossen. Na und du? Du bist... Du nicht? Also gut, dann los! Meide die Bomben des Flaggenhüters, gib Handel die Flagge zurück. Ach, und ich muss den jetzt so lange scheuchen, bis er da hochfliegt, oder was? Für eine Mission? Ah, ist okay, ist okay. Toll, aber es... Alles klar. Alles klar, ich weiß, was er von mir will.
Hier wäre dann quasi die erste Flagge gewesen. Hier muss so dann der... Immer noch hinter meinen Flaggen hier. Das ist wieder mit Bomben. Alter, das sitzt sich ja ewig. Viere? Das kleine Dreckbeeren. Schafft das. Ruhig, Blut. Na! So, Freundchen, das reicht jetzt aber. Bald hast du es. Noch eine. Müssen wir jetzt ganz zum Start, wa? Schafft man das? Naja, klar. Aber wo ist der Mast? Ah ja. Meine letzte Flagge. Lila Biest? Bleiben Sie mal ruhig, junge Frau. So ein bisschen irre. So, jetzt aber. Jawohl, wir haben's, Leute. Wir haben es. Gut gemacht, Agent Spyro. Wie können wir dich nur belohnen? Wie wäre es mit dieser Kugel, die ich im Sand gefunden habe? Es wäre ein Anfang. Naja. Mensch, alles geschafft in dem Level. Sind wir nicht gut? Wo waren hier... Die Schwester von Hänsel hier. So, wir haben schon geredet. Leute, haben wir es geschafft? Ja, sorry für so die ersten 10 Minuten. Ich musste halt erst mal wieder ein kleines bisschen reinkommen. Oh, oh, was war jetzt hier noch? Yo, bei der Macht des Lollis. Die sind ja richtig abgegangen. Na, das Level haben wir noch mit Bravour. Mit Bravour haben wir das gemeistert. Finde ich schön. Finde ich schön. So, welches Level kommt denn dann als nächstes? Gehen wir hier weiter. Ah, eine Treppe, 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 Treppe. Zerbrochene Hügel. Leute, hier machen wir einfach in der nächsten Ausgabe weiter. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Ich auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt muss Spyro gedaddelt werden. Ich freue mich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.